So Leute, ich bin's mal wieder, euer Philosophy, zurück bei Outlast Whistleblower. Und wir probieren jetzt weiterhin zur Gaskammer zu kommen. Eben hatte ich schon eine Aufnahme, aber die ist schief gegangen, weil, keine Ahnung, mein PC wollte nicht wirklich mehr Outlast aufnehmen, warum auch immer. Ich hatte auch keinen Bock mehr, vermutlich weil ich so viel rumgeflucht habe in dem Part. Da wollte mein PC auch nicht mehr. Ich hab ein bisschen Angst. Huch, da ist er ja. Hallöchen. Ja, nimm die Kamera runter, du Idiot. Kaputte Gaszufuhr. Ah! Oh! Da oben! Da oben! Oder wie sehe ich das, oder was? Aha! Oh, ich habe einen Weg gefunden. Geil. Geil, geil, geil. Oh, wie lange habe ich dann für diesen Weg gebraucht? Bitte schön. In dem vorherigen Part. Also, beziehungsweise im Part, den ihr gar nicht sehen konntet, leider. Oh, bin ich froh. Ich habe es tatsächlich hierher geschafft. Wunderschön. Oh, komm, drehen wir das Gas ab. Ah, Schindike, gelange zum Funkgerät im Gefängnis. Wo ist das? Hier hinter? Die Tür lässt sich nicht öffnen, wie es ausschaut. Aber okay. Probieren wir mal ein bisschen rum. Jetzt komme ich ja erstmal garantiert höher. Warum kriegt man hier eigentlich mal irgendein Gas ab? Verstehe ich gar nicht. Was soll denn das? Ah, Blutspuren. Ich liebe sie. Ich liebe meine Blutspuren. Ja, ja. Sie führen immer auf das Schönste hin. Hm? Wo? Wo ist er jetzt schon wieder? Oh, da ist er ja! Wie kommt der hierher? Wie kommt die blöde Sau hierher? Was? Wie hast du dich teleportiert oder warum bist du so bescheuert? Ach, ich bin einfach... Ich bin so ein Troll. Aber bitte... Bitte, bitte, hau mich nicht... Nein, nein, mach doch nicht die Tür zu, du Idiot! Mach die Scheißtür auf! Mach da auf! Und bring mich in Sicherheit! Bin ich in Sicherheit? War ich hier schon mal? Ich war hier noch nicht, okay. Okay. Alles in Ordnung. Ja, wenn ich zurückgehe, dann ist natürlich klar, dass er mir leichter entgegenkommen kann als alles andere. Ah, hallo, Toter. Leiche, oh, ist ja ekelhaft so zu sterben. Ist ja ekelig, das ist doch menschenunwürdig, würde ich fast behaupten. Das würde ich nicht behaupten, das ist so. Nein. Wo ist jetzt dieser komische Gefängnisraum? Ich muss doch garantiert zu dem, der hier von irgendwo eingesperrt war. Wo war denn der? Der war vorhin irgendwo einer eingesperrt. Aber wo, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hm? Ja, okay, hier sind die Menschen, die unwürdig gestorben sind. Vielleicht auch würdig, je nachdem, wie sie sich verhalten haben, so im Leben. Vielleicht haben sie es auch verdient. Wer weiß. War das hier? Ja, es war hier und wir kommen in einen anderen Bereich oder Akt oder keine Ahnung was. Aber ich pisse mir gleich ins Höschen. Nein, natürlich nicht. Natürlich pisse ich mir nicht ins Höschen. Ich mach mir nur ins Bruderhöschen. Was geschieht nun?
Leiche, Leiche, überall Leichen. Sind wir raus? Wo sind wir? Was tun wir hier? Was machen wir hier? Wo sind wir überhaupt? Wer sind wir? Was machen wir? Warum tut man mir sowas an? Warum muss ich jetzt Treppen runter? Manu. Ich mag es nicht, Treppen runter zu laufen, wo ich ins Ungewisse laufe. Vor allem, wenn es jetzt auf einmal auch noch speichert. Und ich gar keine Anhaltspunkte habe. Bäh. Eklig. Ich kann auch das Licht nicht anmachen, weil ich dann noch weniger sehe als sonst schon. Aber ich tippe einfach mal darauf, dass ich hier mit rein soll. Ich habe so das ekelhafte Gefühl. Bloß ich sehe gar nichts. Weil es so ein ganz ekelhaftes Flimmern ist. Das ist richtig eklig, was mir hier geboten wird, wenn ich das Licht anschalte und so. Meine Tür auf. Tür nicht auf. War ja klar. Hier kreuchelt doch irgendwo einer rum. Hier kreuselt einer rum. Wartet mal. Ich will mal kurz was gucken. Option. Blickempfindlichkeit. Hoch. Übernehmen. Zurück zum Spiel. Kann ich jetzt mehr sehen? Ich kann immer noch nicht mehr sehen. Optionen. Grafik. Mitte, Mitte, Mitte. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Keine Ahnung. Okay. Ich kann nichts verwenden davon. Na gut, es ist. Ich sehe ein bisschen mehr, glaube ich. Habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, aber jetzt bin ich irgendwie total verloren und weiß gar nicht mehr, wohin ich soll. Ich folge einfach mal dem Licht. Folgt nicht dem Licht, haben sie gesagt. Aber ich tat es doch. Das könnte was sein. Das könnte was geben. Warum schreien sie denn hier so? Ich kann doch nur richtig sein. Oder warum schreit man hier so nach mir? Und was, warum fliehen? Oh! Was? Was? Wie? Wer war das? Was war das? Okay. Ich hab schon wieder Angst. Ich sehe nicht, von wo was kommt, aber da kommt was. Von wo kommen die Typen? Ach, ich schätze mal von dort irgendwo. Oh, ich sehe ein bisschen mehr. Hallo. Hallo, ich bin der Neue. Wer sind Sie? Wo sind Sie? Was sind Sie vor allen Dingen? Warum sind Sie hier? Ich wurde gezwungen. Wo? Es hat gespeichert. Lass mich rein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, sehe ich genauso. Aber wer redet da mit mir? Wer redet da? Was hat da? Warum? Nee. Ich will nicht. Ich sperre mich hier gleich ein. Ich sehe doch hier gar nicht mal so viel.
bin ein bisschen im Blinden. Okay, aber ich bin hier richtig. Irgendwo hier bin ich richtig zumindest. Ob genau hier, weiß ich nicht, aber ich bin hier irgendwo richtig. Wer schreit denn da schon wieder so ekelhaft? Das ist doch nicht mehr schön. So langsam kacke ich mir auch in die Hose. Da komme ich nicht rein. Soll ich hier einfach mal die Tür zu machen? Was hältst du denn davon? Mich hier so ein bisschen einbunkern. Ein bisschen Angst schieben. Oder machen nach einem produktiven Weg gucken oder mal wieder die Blickempfindlichkeit runterstellen. Ich glaube, das mit der Blickempfindlichkeit hat, glaube ich, genau das Gegenteil erzeugt von dem, was ich wollte. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es genau das Gegenteil erzeugt hat. Ich kann, glaube ich, ein bisschen mehr sehen. Ja, ich kann ein bisschen mehr sehen als sonst. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Vielleicht sollte ich die Blickempfindlichkeit mal ganz runterschrauben. Ich probiere das, glaube ich, gleich mal. Warte mal, hier ist eine... Okay, das bringt gar nichts. Hier ist eine Pfütze, hier ist irgendwas. Ich werde mal kurz die Blickempfindlichkeit ganz runterstellen, schauen, wie weit ich dann gucken kann. Recht weit, scheiße, nicht. Okay, tut mir leid, dass ich in diesem Part ein bisschen an den Optionen rumfummel. Es ist ein Blind-LP, ha ha ha. Okay. Okay. Was gibt es hier denn? Mano, ich kann ja nicht mal was sehen hier. Das ist ja gerade scheiße. Wenn ich annähernd was sehen könnte, dann wäre es kein Problem. Aber ich kann kaum was sehen. No? Bist du böse oder lieb? Was war das denn für einer? Ich möchte es, um ehrlich zu sein, gar nicht herausfinden. Komischer Kauz. Ach, der Polizeimann. Hätte ich eine Ahnung, wo ich hin müsste? Dann würde ich euch irgendwas erzählen. Aber ich habe keine Ahnung. Von daher irre ich mit euch ein bisschen hier rum. Gitter. Ach. Oh. Hi. Ich wollte nur mal jemandem mal Hallo sagen. Huch. Huch. Wie bin ich denn da runtergefallen? Ein bisschen weiter runterfallen. Bin ich denn jetzt? Bin ich denn jetzt gelandet? Mal ganz ehrlich, wo bin ich gelandet? Ich sehe nichts. Sehe ich ohne die Cam ein bisschen mehr? Ich probiere mich mal hier durchzuquetschen. Ich würde gerne noch einen Safe Point erreichen. Hier unten ist eine Batterie. Schön. Nee, komm, warte mal. Du kommst doch da hoch.
runter. Er kommt natürlich nicht hoch. Das ist blöd. So langsam habe ich keinen Plan mehr. Ich würde sagen, ich beende gleich den Part und starte an der Position neu, wo es das letzte Mal gespeichert hat, wenn ich jetzt nicht gleich was finde. Aber ich werde mich mal noch hier hochkrakeln. Schauen, was es hier so gibt. Vielleicht entdecke ich ja irgendwas noch. Zum Beispiel Gitter, die mir Angst machen. Da komme ich nie im Leben hoch. Nope. Ah, warte mal. Huch, ach, du bist das. Du bist das, Kumpel. Geh mal weg hier. Fällt dir ein? Wow, toll. Großartig. Hat mir recht viel gebracht, nämlich so ziemlich gar nichts. Hallo, Kumpel. Dann überziehe ich halt mal ein bisschen wieder. Okay, da komme ich schon mal hoch. Was ich gerade nicht erwartet hätte. Und ich würde mich freuen, wenn ich... Nee. Mann. Jetzt müsste man Wege finden. Aber ich habe so das doofe Gefühl, ich finde keine Wege heute mehr. Von daher würde ich spontan sagen, ich gucke jetzt noch mal hier hinten hin. Ja, dann beende ich auch den Part. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt zum Ende nicht mehr wirklich weiterkam. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Ich sag Tschüss, Koski, bis zum nächsten Mal, euer Flass TV.